Ah, servus, Mare. Ah, servus. Das ist gut, dass ich dich treffe. Ja, wie geht es dir? Ja, Malek, was soll ich dir sagen? Wir haben sie schon wieder im Führerschein. Na, herauf, ja. Schon wieder. Und jetzt muss ich machen Nachprüfung. Ja, natürlich. Und jetzt habe ich eine Bitte an dich, Malek. Ja. Sei so lieb, kannst du mich ein bisschen abfragen? Ja, natürlich. Bitte. Hast du Fragen dabei? Ja, ich habe hier ein Buch, das sind Fragen und Antworten. Ach, bitte. Sehr gut. Werde ich gleich eine Bitte, aussuchen. Sei so lieb. Also, pass auf. Vor dir fährt ein Fahrzeug in Schlangenlinien. Und ist einmal schneller und einmal langsamer. Was machst du? Ich vergrößere den Sicherheitsabstand. Richtig! Nächste Frage. Hinter dir kommt ein Einsatzfahrzeug. Was tust du? Ich fahre auf die Seite, ja? Und mache Platz für Einsatzfahrzeug. Richtig! Nächste Frage. Du siehst, wie eine gebrechliche Person die Straße überqueren will. Was machst du? Ich bleib stehen, ja? Und gebe Platz für gebrechliche Personen, dass sie kann gehen langsam über die Straße. Na, du weißt alles. Aber jetzt pass auf, jetzt stelle ich dir eine Frage, die steht nicht in dem Buch. Du fährst auf der Autobahn Richtung Italien. Und in Wernberg kommst du drauf, dass du die Autoschlüssel vergessen hast. Was machst du? Ah, ich betätige den Blinker und fahre auf nächste Parkplatz. Ja. Dann parke ich, öffne die Tür, steig aus, ja? Und schau, welcher Idiot hat mich bisher geschoben.